Jedes der kostenpflichtigen Packs führt neue Objekte in die Sims 4 hinzu, aber nicht mit jedem wird neues Gameplay hinzugefügt. Haben wir vielleicht mittlerweile genug Objekte erhalten und sollten die Entwickler in Zukunft mehr Kapazitäten für die Entwicklung neuer Gameplay-Funktionen aufwenden? Diese Frage kläre ich in diesem Video. Ich war letztens wieder im Erstelle einen Sim-Modus unterwegs und da ist mir mal wirklich bewusst aufgefallen, als ich so ein bisschen durch die H-Kategorie gescrollt bin, wie viele Objekte wir eigentlich im Spiel haben. Es ist eigentlich wirklich krass, wir haben ja jetzt schon sehr viele Packs bekommen. Die Sims 4 läuft auch schon seit einer längeren Zeit und da habe ich mir dann so ein bisschen die Frage gestellt, brauchen wir mittlerweile eigentlich noch mehr Objekte oder reicht es mal so langsam mit Objekten, die immer mit verschiedenen Packs im Erstelle einen Sim-Modus oder auch im Baumodus hinzugefügt werden? Das klingt jetzt prinzipiell erstmal nach einer steilen These, aber ich will euch in diesem Video mal so ein bisschen erklären, warum ich das denke und ob dieser Gedanke vielleicht dann doch auch ein bisschen ungerechtfertigt ist. Aber wo ihr mir wahrscheinlich erstmal alle zustimmen werdet, ist, dass wir wirklich mittlerweile sehr, sehr, sehr viele Objekte im Spiel haben. Wenn wir das genau auf eine Zahl festlegen wollen, sind es ungefähr 6.800 Objekte. Ich habe das mal durchgerechnet. Also alle Packs, die man aktuell für die Sims 4 erwerben kann, haben insgesamt 6.800 Objekte. Das ist wirklich eine ganze Menge. Wenn man sich mal so vorstellt, mit jedem Pack, mit den Erweiterungen kommt ja immer ein bisschen was dazu, mit den Accessoire-Packs immer so maximal so 40 bis 70. Gameplay-Packs haben, da ist es, schwankt immer ein bisschen 100 bis 200 und Erweiterungen nochmal ein bisschen mehr, so 400 im Schnitt ungefähr. Man muss natürlich auch sagen, dass Leute, die gerne im Erstelle einen Sim-Modus und im Baumodus ja so ein bisschen darauf angewiesen sind, dass die Entwickler mit den Packs neue Objekte ins Spiel hinzufügen. Also klar, mit den Updates gibt es auch mal wieder ein bisschen was Neues. Vor allem mit dem Sims Delivery Express hauen die Entwickler da ja in letzter Zeit schon ein bisschen was raus. Aber so natürlich die großen Themen werden dann doch mit den Erweiterungen, Gameplay und Accessoire-Packs abgehandelt, objektemäßig. Natürlich hat jedes Pack immer so ein bisschen ein anderes Objektethema und die Entwickler geben sich da ja auch immer so ein bisschen Mühe, dass da immer neue individuelle Objekte mit reinkommen, die es noch nicht vorher so gab. Aber das funktioniert halt auch nicht immer. Auch wenn jedes Pack so ein gewisses Thema hat, gibt es dann doch manchmal jetzt mittlerweile Objekte, die sich so ein bisschen überschneiden. Also Objekte, die halt wirklich sehr ähnlich sind und die es auch so ein bisschen, man das Gefühl hat, schon in anderen Packs gab. Es ist natürlich ganz logisch. Es gibt verschiedene Stile, die die Entwickler ja so abdecken können. Man kann moderne Objekte machen, man kann eher klassischere Objekte machen. Aber es passiert halt in letzter Zeit auch mal öfters, dass es dann Objekte gibt, die es fast so ähnlich schon in anderen Packs gab. Da gab es ein paar Twitter-Screenshots, die ich leider nicht mehr gefunden habe. Jemand hat das auf Twitter schon festgestellt. Beispielsweise diese Frisur aus dem traumhaften InDesign-Gameplay-Pack. Gibt es. Dann gibt es aber auch noch diese Frisur aus dem Tiny Houses Accessoire-Pack. Und also man muss wirklich sagen, die sind schon sehr ähnlich. Also hier hinten mit diesem geflochtenen Zopf, die sehen unfassbar ähnlich aus, obwohl es natürlich zwei Frisuren aus unterschiedlichen Packs sind. Hier, okay, hier ist dieser Mittelscheitel. Das ist bei der anderen Frisur nicht der Fall. Aber es kommt halt öfters mal vor, dass es dann halt doch solche Überschneidungen gibt. Und ich glaube, daran merkt man dann auch schon so ein bisschen, dass mittlerweile wir wirklich sehr, 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 sehr viele unterschiedliche Themen bekommen haben. Noch ein zweites Beispiel. Wir haben bei den Männern diese Frisur bekommen, mal mit dem coole Küchen-Accessoire-Pack. Die sieht so aus und, also hier hinten, man sieht, das ist so ein bisschen strubbelig, sage ich jetzt mal. Und eine recht ähnliche Frisur wurde ebenfalls mit dem Ab-in-Schneeparadies-Erweiterungspack hinzugefügt. Es gibt viele, die sagen, die Entwickler werden faul, die recyceln einfach Inhalte. Man muss jetzt aber auch fairerweise zugeben, ich bin mir sicher, dass da nicht mal eine böse Absicht dahinter steckt. Also, dass die Entwickler sich nicht gedacht haben, ach, guck mal hier, die aus coole Küchen, die haben wir schon mal so gemacht. Fügen wir die doch einfach nochmal hinzu. Also, natürlich, die sind jetzt nicht gleich, aber halt wirklich ähnlich. Ich denke halt einfach mittlerweile, wir sind an einem Punkt angekommen, wo es halt auch einfach ein bisschen schwierig wird, sich da neue, großartig andere Sachen zu überlegen. Also wir haben ja wirklich, wenn man jetzt hier mal so durch den Ersteller einen Sim-Modus scrollt, wenn wir jetzt hier einfach mal durchscrollen, wir haben wirklich unfassbar viele Frisuren
Und ich glaube, wenn man sich selber nacherstellen möchte, egal wer es ist, so ungefähr findet man schon immer eine Frisur, die da dann doch irgendwie reinpasst. Letztens haben die Entwickler zum Beispiel diese Frisur mit dem Basisspiel hinzugefügt. So ein Mittelscheitel, da finde ich es dann erstaunlich, weil wir haben wirklich sehr wenige Mittelscheitel im Spiel. Also es gibt natürlich schon noch, erstelle einen Sim-Modus-Objekte, wo man vielleicht dann doch noch ein bisschen was hinzufügen kann. Aber generell habe ich langsam das Gefühl, es wird ein bisschen knapp. Jetzt könnte man natürlich die These aufstellen, dass dadurch, dass wir so viele Objekte im Spiel haben, die, wie wir gesehen haben, teilweise, nicht immer, aber ab und zu sich schon mal so ein bisschen ähneln, könnte man jetzt natürlich die These aufstellen, dass man sagt, dass die Entwickler sich eher dann doch auf das Gameplay konzentrieren sollen, gerade weil ja eigentlich auch zum Beispiel bei jedem Pack in The Sims 4 gibt es immer neue Objekte, es gibt kein Pack, außer, ja, vielleicht jetzt noch das Hausputz-Set. Da gibt es ja nur quasi neues Gameplay, natürlich auch neue Objekte, aber keine neuen Objekte im klassischen Sinne. Da könnte man jetzt halt die These aufstellen, dass die Entwickler vielleicht dann irgendwie mal Packs rausbringen sollten, wo es nur neues Gameplay gibt, dass sich so ein bisschen mehr darauf konzentriert wird. Also wir vielleicht wirklich einfach mal ein Pack bekommen, wo es keine neuen Erstelle ein Sim-Modus-Objekte gibt oder nur wirklich sehr wenig oder neue Baumodus-Objekte. Auf der einen Seite klingt das natürlich erstmal sinnvoll, auf der anderen Seite wäre es dann auch ein bisschen gemein den Leuten gegenüber, die halt im Erstelle einen Sim-Modus oder Baumodus unterwegs sind, weil es ist ja dann auch ein bisschen merkwürdig, wenn man sich einfach eine neue Erweiterung kauft, sich auf neue Objekte freut, sich vielleicht auch nicht vorher so informiert und dann ist da wirklich objektemäßig nicht so viel drin. Wäre natürlich wirklich für Leute, die gerne im Erstelle einen Sim-Modus oder im Baumodus unterwegs sind, ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite, es gibt offizielle Zahlen, die Entwickler haben schon letztens veröffentlicht, wie viele Leute so im Ersteller einen Sim-Modus, im Baumodus und im Gameplay unterwegs sind. Und da ist es so, dass 58% der Spieler im Live-Modus abhängen, dann 25% aller Spieler sind im Baumodus und 16% aller Spieler im Ersteller einen Sim-Modus. Also man kann dann auf jeden Fall sagen, dass doch ein paar mehr Leute im Gameplay, im Live-Modus unterwegs sind und es dann doch vielleicht dann natürlich auch ein bisschen fair wäre, wenn die dann ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als die Baumodus- und Cars-Fanatiker bekommen würden. Deswegen ja, also für mich persönlich wäre es eigentlich mittlerweile wirklich nicht schlimm, wenn die Entwickler ein bisschen von diesen Objekten weggehen würden und halt vielleicht dann doch eher sich so ein bisschen auf das Gameplay doch konzentrieren. Ich würde jetzt auch mal behaupten, dass viele Spieler das Gameplay kritisieren. Das hört man ja auch öfters. Auch in den Kommentaren bekomme ich das manchmal zu lesen. Es gibt viele Fehler, die schon länger korrigiert werden sollten. Und auch sonst, manche sind mit dem Umfang der Erweiterung nicht so ganz zufrieden. Ich auch natürlich manchmal. Aber es gibt, glaube ich, wenige, die sagen, der Baumodus, da müssen wir noch mal ein bisschen nachlegen oder im Ersteller einen Sim-Modus. Klar, da kann man natürlich auch noch neue Features hinzufügen. Aber ich denke, von den Objekten sind wir doch eigentlich alle relativ zufrieden, oder? Also so generell würde ich mal behaupten, dass der Baumodus und Erstelle einen Sim-Modus auch wirklich nicht so die große Baustelle von The Sims 4 ist, sage ich jetzt mal. Also das, was viele Spieler kritisieren, bezieht sich ja sonst auch eher so ein bisschen auf den Live-Modus. Deswegen, es ist natürlich echt eine schwierige Frage. Jetzt kommen wir ein bisschen zu so einem eher spekulativen Punkt. Ich könnte mir vorstellen, der Grund, warum die Entwickler auch sehr viele Ersteller einen Sim-Modus und Baumodus-Objekte immer ins Spiel hinzufügen, ist, dass es halt recht einfach ist, diese Objekte zu erstellen im Vergleich. Die Entwickler gehen ja so vor, dass sie so Konzeptzeichnungen machen, sich dann halt natürlich überlegen, was für Objekte rein sollen. Und diese Objekte, diese Zeichnungen, werden dann ein bisschen verfeinert und die werden dann an externe Artists ausgelagert, die dann quasi wirklich die Objekte erstellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Objekte halt, wenn man das so sagen will, ein ganz guter Lückenfüller fürs Pack sind. Also die Entwickler können ja trotzdem sagen, ja, in diesem Pack ist sehr viel drin, aber der Aufwand für die Objekte wird höchstwahrscheinlich ein bisschen niedriger sein, als zum Beispiel neue Live-Modus-Features zu integrieren. Da braucht man viele verschiedene Leute, die programmieren können, die verschiedene Aspekte im Spiel gut können. Benutzer-Interface-Designer, die die Benutzeroberfläche gestalten, da zählt ganz viel rein.
Natürlich, Objekte zu erstellen, das muss man auch können. Aber ich denke, grob vom Prinzip kann man sagen, dass es einfacher oder weniger Zeit und personalintensiv ist, Leute Objekte erstellen zu lassen, als sich neue Gameplay-Features auszudenken. Vielleicht ist das dann auch so ein bisschen der Grund, warum wir in The Sims 4 immer so extrem viele Objekte bekommen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal an The Sims 2 zurückdenken, war es ja teilweise so, dass wir im Erstelle einen Sim-Modus nur wirklich eine Handvoll neuer Objekte bekommen haben. Auch, ich meine irgendwie so, ich kann mich an so eine Zahl von 100 Objekten insgesamt in so einer Erweiterung erinnern. Da sind wir in The Sims 4 mit 400 Objekten im Schnitt dann doch deutlich größer unterwegs. Das ist dann ja quasi fast nur ein Viertel von dem. Also ja, man merkt auf jeden Fall, dass die Entwickler sich in The Sims 4 deutlich mehr mit den Baumodus und Erstelle eines Sim-Modus-Objekten beschäftigen. Und vielleicht ist es auch so, dass wenn sie den Fokus ein bisschen von diesen Objekten weglenken würden auf das Gameplay, dass wir dann gar nicht unbedingt mehr Gameplay bekommen, weil natürlich ja verschiedene Leute an diesen Prozessen beteiligt sind und Leute, die Objekte erstellen, können jetzt nicht unbedingt programmieren und andersherum. Das heißt, vielleicht, wenn wir weniger Objekte bekommen würden, würde das dann gar nicht so viel fürs Gameplay bringen. Das ist sehr schwierig zu sagen. Aber es ist, glaube ich, doch ganz realistisch. Die Entwickler könnten natürlich auch noch mehr Leute anstellen, die dann wirklich in der Programmierung helfen. Aber ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass es sich so für die Entwickler ein bisschen mehr lohnt. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare schreiben. Ich fände es auf jeden Fall ganz spannend, wenn sie wirklich vielleicht auch mehr Gameplay, also wenn sie jetzt schon so viele Sets rausbringen, dann wirklich mehr Sets rausbringen, wo wir noch neues Gameplay bekommen. Oder sich die Entwickler generell einfach ein bisschen mehr dann doch auf den Live-Modus konzentrieren würden, weil wir halt schon in den anderen Modi so viel bekommen haben, kann ich natürlich jetzt auch nur aus meiner Gameplay-Perspektive sagen. Die Baumodus und Erstelle einen Sim-Modus Simmer werden jetzt wahrscheinlich in den Kommentaren ein bisschen wütend sein. Aber vielleicht könnt ihr meine Punkte ja auch so ein bisschen verstehen. Es würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Würde ich mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, auch wenn es jetzt ein bisschen kontroverser war. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie so die Reaktionen sind. Dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.